Servus liebe YouTube-Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, hier vor uns haben wir, ja, das war so ziemlich mein erster Radiorekorder, den ich besessen habe. Ich hatte lang keinen, ich glaube ich war damals 12, als ich den damals auf dem Schuttplatz gefunden habe. Und ja, ich war total glücklich, einen Radiorekorder, weil bis dahin hatte ich nur so einfache Kassettenrekorder ohne Radioteil und naja, da war das schon das Highlight, sage ich mal. Vor allem, der hat nämlich hier Kurzwelle und das UKW-Band geht auch bis 108. Das, ja, konnte zu dem Zeitpunkt nicht jedes Radio, was ich hatte, weil die Röhrenradios, ich hatte ja damals auch schon Röhrenradios, die gingen nur bis 100 MHz und naja, da war das damals schon ein toller Fund. Ja, es ist wohl ein japanischer Radiorekorder, es steht Royal drauf. Wer da genau dahinter steckt, das ist mir nicht bekannt. Es steht zwar, wenn wir mal das Radio hier mal umdrehen, steht hier eine Adresse drauf. Und zwar ist es die 8 München, was haben wir da, 40, die Inter Elektrik. Ja, Radio, Fernsehen, Phono, was genau da dahinter steckt, das weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ja, möchte ich ja mal schauen, dass ich den ein bisschen repariere, denn er hat so seine kleinen Wehwehchen. Zum Beispiel hier, wenn ich hier auf Kassette drücke, müsste eigentlich hier jetzt die Klappe aufgehen, das tut's leider nicht. Ich weiß, damals ist irgendwie das Fach mal gebrochen. Ich habe das dann so gemacht, ja, immer mit dem Schraubenzieher da, aber das war ja, naja. Ich habe dann einen anderen Radiorekorder bekommen und habe dann mit dem aufgenommen und der wurde dann nicht mehr so benutzt. Ja, weiterhin hat er ein kleines Problemchen, dass der Motor nur sehr schlecht anläuft. Ja, das würde ich gern beheben, weil irgendwie an dem Ding hängen wirklich Erinnerungen und ja. Viele werden jetzt sagen, ja, so ein besonderes Gerät ist es nicht. Das mag vielleicht auch stimmen, aber wie es so oft ist, man hat irgendwie Erinnerungen dran und man möchte halt auch das Zeug irgendwie erhalten. Und naja, Radio spielt einwandfrei, aber wie gesagt, ich möchte, dass das Kassettenteil auch gebrauchsfähig ist. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass der ganz gerne TDK-Kassetten hatte. Also TDK-Kassetten hat der Rekorder geliebt, mit denen kam der am besten zurecht. Und so Agfa-Bänder sind auch immer gut gelaufen. Hingegen mit BASF-Bändern, da war der wählerisch, die hat er nicht so mögen. Die hat er manchmal auch, hat er dann zum Falten angefangen. Also TDK-Kassetten waren ihm die liebsten. Also vermute ich schon, dass das Ding ein bisschen wählerisch ist und doch mehr auf die japanischen Kassetten steht, weil vermutlich auch der japanische Hersteller dahinter steckt. Mag wohl so sein. Aber dann würde ich jetzt sagen, machen wir den Rekorder mal auf. Ja, hier sehen wir es. Der Radiorekorder ist jetzt halt mal geöffnet und wenn wir da reinblicken hier, das IC, da steht Sanyo drauf. Also vermute ich mal, es wird ein Sanyo-Radiorekorder sein hier. Ja, wenn man so reinblickt, das schaut schon typisch japanisch eigentlich aus. Von dem her, naja, schauen wir mal hier zu dem Motörchen da. So andrehen müsste er jetzt zumindest. Ich stecke ihn jetzt mal an hier mit diesem tollen Stecker hier. Das weiß ich noch. Ich habe damals keinen Stecker für das Radio gehabt. Habe dann irgendwann einmal, kann mich noch erinnern, beim Wertstoffhof war ein alter Rasierapparat drin gelegen und der hatte diesen Stecker gehabt und den habe ich damals mitgenommen und der passt hier wunderbar rein. Also, naja. So ist es immer. Man muss immer ein bisschen erfinderisch sein mit dem Zeug, weil diese japanischen Buchsen da, wenn man mal reinschaut, das ist nicht die gewöhnliche 220 Volt Buchse, die man so kennt bei so Radios. Ich weiß jetzt leider nicht gerade, wie die hat bestimmt einen Namen, der fällt mir jetzt aber leider nicht ein. Und diese japanischen Buchsen da, die waren immer anders. Jedes Mal andere Maße, man hat nie so recht ein Kabel gefunden, was passt. Aber hier das vor dem Rasierapparat, das hat gut gepasst. Stecke ich hier nochmal an, da unten. So, schauen wir mal, jetzt müsste Strom oder besser gesagt die Spannung anliegen. Mal einschalten, wo geht jetzt das bei dem, wie schalten wir den jetzt an hier? Ich glaube, da war das ja genau ein. Okay, der Radio spielt schon, jetzt möchte ich mal hier Kassette. Ah ja, da sehen wir schon, der Motor dreht ein bisschen, aber nicht so richtig, gell?
Der hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, der Motor. Ja, mal neu schmieren vielleicht ein bisschen, dass er mal durchdreht hier. Weil läuft es immer kurz und dann stoppt er wieder. Ja, jetzt werde ich das Kassettenlaufwerk eh mal rausnehmen und dann können wir vielleicht schauen. Meistens steht am Motor auch noch irgendein Stempel drauf mit Datum. Vielleicht findet man dann auch raus, aus welchem Baujahr das ist. Ich würde jetzt fast sagen, dass das so Anfang 70er ist. Ah, jetzt ist er angelaufen, der Motor. Ja, braucht immer ein Weilchen, aber den schmieren wir mal, dass das nicht immer so der Fall ist, dass der immer gleich sofort anläuft und hier nicht immer eine gewisse Aufwärmphase, das wie bei den Röhren, das muss bei dem Transistor-Ding hier nicht sein, vor allem wenn schon eine IC drin ist. Naja, also dann, ich baue jetzt mal das Laufwerk aus. Ja, vor uns haben wir jetzt hier das Kassettenlaufwerk. Und ich drehe es mal um hier, das Laufwerk. Ja, was soll ich sagen? Dieses Kassettenlaufwerk ist jetzt mal eins der einfachst gehaltenen Kassettenlaufwerke, die ich bisher so gesehen habe. Es ist wirklich, ja, ziemlich einfach aufgebaut. Da gibt es andere japanische Radiorekorder. Da ist das Laufwerk schon etwas, ja, nicht nur etwas, um einiges besser. Aber ich habe hier einen Aufkleber gefunden auf dem Motor und da steht drauf, sofern es der Autofokus hier jetzt fokussieren möchte, dass der hier vom 6. April 1973 ist. Also es ist eigentlich schon ein recht alter Radiorekorder. Ja, beim Laufwerk, ich habe jetzt hier mal auf den Motor da ein bisschen Feinöl, den mal damit etwas besprüht, da unten hier im Lager. Und ja, das geht jetzt schon leichter. Der Riemen ist hier auch mächtig ausgeleiert, wenn ich hier mal die Schwungmasse hier ein bisschen drehe. Ja, der Riemen, der geht mächtig rüber und hier, der ist auf jeden Fall ausgeleiert. Naja, nichtsdestotrotz hat dieses Laufwerk hier eine automatische Bandendabschaltung. Hier das kleine Plastikhebele hier neben dem Tonkopf dran. Das ist dafür zuständig. Es funktioniert aber aktuell auch noch nicht so gescheit. Also da müsste oben ein Hebel betätigt werden und ja, der Betätiger, sage ich mal, dieses Hebels kommt nicht ausreichend in dessen Nähe. Und ja, da muss man jetzt irgendwas einfallen lassen, um diese Differenz eben irgendwie zu überbrücken, dass die Bandendabschaltung auch wieder funktioniert. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe auch schon hier die Klappe vom Kassettenfach ausgebaut und jetzt auch mal geklebt. Das härtet jetzt einmal dabei aus. Ja, was ich hier mache, das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil hier ist im Gehäuse da auch so ein Plastikding abgebrochen. Das ist leider nicht mehr da. Ja, da wo das eigentlich drinnen ist. Und irgendwie kann ich jetzt auch noch nicht so ganz nachvollziehen, wie das funktionieren soll, dass diese Klappe schön aufgeht. Ja, da müsste irgendwie eine Feder da sein, die das irgendwie zurückfedert, aber die habe ich bisher noch nicht gefunden. Wer weiß, ob die auch noch da ist. Ja, sonst muss man sich da auch irgendwie was einfallen lassen, dass wir das wieder hinkriegen. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, ein japanischer Radiorekorder der einfachsten Weise, vor allem was das Kassettenteil angeht. Aber naja, vielleicht aufgrund der Einfachheit sollten wir es ja auch wieder ans Laufen bekommen. Naja, ich sag mal so, hier, was haben wir da in dem Laufwerk? Hier haben wir ein paar Reibräder. Ja, was kann sein, dass der Gummi hart wird oder spröde und dann hier nicht mehr das angetrieben werden kann. Aber wir haben keine blöden Zahnräder, die wir jetzt nicht mehr beschaffen können. Ja, was ja meistens das Problem ist bei so diversen Grundig-Laufwerken aus der CN 930er Serie oder 908, ne. Ja, doch 930 und in 830 gibt es also dieses eine spezielle Zahnrad. Mittlerweile gibt es es ja im Internet zu kaufen und da gibt es jemanden, der macht es mit einem 3D-Drucker. Finde ich ja tolle Sache. Ich habe leider keinen. Da muss man auf sowas zugreifen, aber ich sage mal, ja. Da bekommt man halt Zahnrad, aber für wie viele Radiorekorder oder Rekorder bekommt man denn kein Zahnrad, ja. Deshalb muss ich echt sagen, mag ich diese reibradgetriebenen Laufwerke ziemlich gerne und die Japaner haben das gut und gerne so gemacht, vor allem in den 70ern. Aus den 80ern weiß ich es nicht, da habe ich nicht so viele Kassettenrekorder bei mir auf dem Tisch gehabt. Ich habe meistens immer die aus den 70ern und ich muss sagen, die japanischen Laufwerke sind robust eigentlich und man kann sie eigentlich schon noch reparieren mit einfachen Mitteln, sage ich jetzt einmal. Ja,
Der Motor ist leider auch irgendwie nicht so ganz fest hier. Der ist ziemlich wackelig. Ich vermute, dass hier, der ist nämlich Gummi gelagert, der Gummi über die Jahre ein bisschen nachgegeben hat. Ja, muss ich jetzt überlegen, was ich da mache, ob ich das ein bisschen aufdoppel mit hier Beilagscheiben und einfach mehr zudrehe, weil die Schrauben stehen an, die gehen nicht weiter rein. Die werden beim Motor eben, das Gewinde wird nicht weit genug runtergehen. Ja, da werden wir das wahrscheinlich so machen, denn Gummi ist ja noch da, halt nicht mehr ganz so viel, weil der halt ein bisschen eingegangen ist, aber ja, das sehen wir dann. Ja, eine Sache muss ich auch noch loswerden hier zu diesem japanischen Kassettenlaufwerk. Es hat sich halt gerade mal wieder hier bewahrheitet, dass diese tollen Schrauben hier wieder mal angeklebt sind. Ja, das haben die Japaner ja besonders gern gemacht und ich tue mich jetzt hier wieder abmühen, dass ich die Schrauben aufbekomme. Mit dem Schraubenzieher brauche ich nämlich gar nicht weiter anzufangen, da habe ich jetzt schon rumgemacht und ich mag nicht weiter an dem Schraubenkopf rumfuhrwerken, weil sonst ist der nämlich ganz rund und man kann ihn nicht einmal mehr mit dem Schlitzschraubenzieher aufbekommen. Mit der Zange gehe ich halt jetzt dann her und drehe hier den Schraubenkopf da. Bei dem hat schon geklappt, der ist jetzt schon locker geworden. Natürlich habe ich da den Kopf außen ein wenig verhunzt, aber was sollst machen, gell? Der Kleber, ja, der hält wie Bombe tatsächlich und das sieht man recht häufig bei den japanischen Kassettenlaufwerken, dass da so blöder Schraubenkleber drauf ist. Furchtbar. Weiß nicht, ob die auch Loctite hatten oder weiß der Geier, was das war. Auf jeden Fall, ja, hält es wie Bombe, das Zeug. Und erschwert einem dann immer ein bisschen, ja, das Lösen dieser Schrauben. Denn um die Bandendabschaltung hier mal einigermaßen einstellen zu können, muss ich da unten hin, weil der Hebel wird unterhalb dieser Schwungscheibe betätigt und ja, um da vernünftig arbeiten zu können, muss ich jetzt einmal die Schwungscheibe hier ausbauen. Ja, inzwischen habe ich hier mal das Kassettenlaufwerk auch gesäubert, denn wenn wir hier mal hinschauen, dieses Wattestäbchen hier, das ist wirklich ziemlich schwarz geworden hier. Das meiste ist von der Androckrolle gekommen. Ich kann mich erinnern, die konnte ich schon früher immer nur ziemlich schlecht reinigen. An den Tonkopf kam man immer so ran, aber an die Androckrolle, das war immer ziemlich schlecht. Ja, man sieht's auch. Ich habe damals hauptsächlich Chromdioxidkassetten gehabt. Also wenig Ferrobänder. Ja, ich kann mich noch erinnern, die habe ich damals mal einen ganzen Schwung beim Wertstoffhof gefunden. Die wollte nämlich damals eine Frau wegwerfen und kann mich noch erinnern, da habe ich doch gesagt, ja, ob sie mir die überlassen würde, weil ich hatte auch kaum Kassetten, kann mich noch erinnern, da ja, war das auch nicht so mit dem Internet, also ja, ich hatte da auch kein Handy oder irgend sowas, da war man noch ganz unbedarft, sage ich einmal, und ja, da hat man sich über sowas doch gefreut. Ja, soweit schaut das Laufwerk jetzt wieder ganz brauchbar aus, ist. Ich habe jetzt auch hier nochmal den Motor mal ausgebaut und nochmal hier ein bisschen mit so Kriechöl, ja, da hier versucht, das Lager hier nochmal ein bisschen zu ölen, denn der ist ja schon noch schwergängig gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt langsam hier mal zum Erfolg führt. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist hier im Rekorderteil, da ist ein Elko unten. Dieser hier, ich deute mal mit dem Finger drauf, der rechte. Ja, da ist schon ein bisschen hier, wie sagt man denn da, diese Ummantelung da, wenn die immer ein bisschen verschwindet, ja, dann haben die doch arg immer ein bisschen Wärmeprobleme und sind auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Also verschwinden tut sie nicht, aber sie zieht sich zurück und der Elko bläht sich ein bisschen auf. Da tue ich noch einen neuen rein, das ja schadet nicht. Ich werde jetzt nicht hergehen und hier alle Elkos durchmessen. Der Rekorder ist an sich ja noch gelaufen, aber ja, das schadet jetzt auch nicht, wenn wir den einen da noch austauschen. Ja, auch noch nur so eine Sache, die mir schon lange auf dem Herzen liegt, ist da mal eine gescheite Antenne hier an den Radiorekorder ranzumachen, denn ja, hier, das ist hier ganz abenteuerlich gemacht, da ist nämlich mal die Antenne abgebrochen gewesen bei dem Radiorekorder und naja, da habe ich das hier ganz abenteuerlich hier zusammengestückelt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe die Antenne damals nicht abgebrochen, die war schon abgebrochen. Naja, da habe ich das eben so damals gelöst, der Empfang war dann gegeben, aber ich sag mal, naja, das war nichts Gescheites hier. Inzwischen habe ich hier so eine schöne Antenne hier bekommen, also in meinem Lager, in meinem Sammelsurium.
habe ich hier diese schöne Antenne und die bauen wir hier ein. Die passt von den Maßen eigentlich ziemlich gut. Und dann hätten wir da auch eine vernünftige Antenne wieder dran, weil, wie gesagt, dieses Konstrukt hier, das ist mehr schlecht als recht. Ja, den Elko habe ich jetzt ausgetauscht und alles wieder jetzt schön hier zusammengebaut. Ja, ich habe den Elko vorhin auch noch kurz gemessen. Ja, auf jeden Fall, er war schon wieder über seine Werte drüber. Ich glaube, er hatte über 650 Mikrofarad und eigentlich hätte er 470 haben sollen. Also, ja, das war schon arg viel drüber. Ja, ich habe jetzt trotzdem nicht die anderen ausgetauscht, weil ich meine, so läuft er ja eigentlich. Ja. Man muss jetzt auch nicht mit der Arbeit hier übertreiben bei dem Radiorekorder hier. Ja, in der Zwischenzeit war ich auch schon fleißig und habe hier eine neue Antenne eingebaut. Das zeige ich euch mal. Hier ist jetzt eine reingekommen. Die passt eigentlich auch an sich ganz gut rein. Ich musste das Loch etwas aufbohren, etwas vergrößern, damit ich die reingebracht habe. Aber ja, so schaut doch das ganz ordentlich hier aus und auf jeden Fall mal professionell hier und nicht hier so gebastelt, was ich da zuvor hatte für ein Konstrukt, ja. Aber ich habe vorhin auch nochmal nochmal überlegt, ich war doch nicht 12, als ich den Radiorekorder hier bekommen habe. Ich war deutlich jünger noch, ich glaube mit 9 muss das so gewesen sein, wo ich diesen Radiorekorder damals bekommen habe, sozusagen. Und ja, als 9-Jähriger, sage ich mal, ja, kann man so das mal stehen lassen mit der Antenne. Mei, man wusste sich halt nicht anders zu helfen. Ich habe noch einen anderen Radiorekorder, den zeige ich euch dann noch. Den habe ich so, da muss ich ungefähr so 12 gewesen sein, damals auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist auch ein japanisches Gerät. Aber das war schon ein bisschen besser vom Laufwerk her. Und der hatte, glaube ich, auch alle Wellen. Also ich glaube, Langwelle hatte der dann auch. Kann mich noch erinnern, also den Deutschlandfunk habe ich auf jeden Fall mal auf Langwelle gehört. Und mei, früher halt, wo noch München Ismaning noch auf Mittelwelle gesendet hat, da hat man auch schon noch, habe ich auch Mittelwelle gehört, weil der Bayerische Rundfunk hat ja auch da seinen Schlagersender drauf gehabt, kann man nur erinnern. Den gibt es jetzt nur noch auf digitalem Wege. Oder BR Heimat, den kann man auch immer ganz gut hören, ein bisschen Volksmusik. Ja, aber jetzt geht es nicht so um die Radiosender, sondern um das Radio. Jetzt muss ich hier noch, da haben wir diese Antenne da, das Kabel da, das muss ich jetzt noch anlöten hier, zur Teleskopantenne, die ich da frisch eingebaut habe. Ja, und dann können wir hier das Radio wieder schön zusammenbauen. Ja. So, jetzt habe ich mal hier den Rekorder wieder zusammengebaut und jetzt würde ich noch gerne hier diese Metallleiste hier wieder ankleben, weil das schaut irgendwie doof aus, wenn es die immer so zur Seite biegt. Da hole ich jetzt mal ein bisschen an Kleber, den tue ich da dazwischen rein und dann holen wir eine Schraubzwinge und lassen das mal über Nacht so stehen. So, in der Zwischenzeit habe ich hier den Rekorder hier mit so einer Schraubzwinge versehen, damit eben die Leiste gescheit herangedrückt wird und dann eng anliegt. Und ja, jetzt ist ein Tag auch schon vergangen und jetzt nehme ich das Ganze ab und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie sich das entwickelt hat hier, ob die Leiste jetzt auch wieder schön dran ist. Ja, ich würde sagen, die Leiste ist wieder schön dran und das war das, was wir doch erreichen wollten, ja. So schaut jetzt endlich wieder ganz nett aus, ja. Ein weißer Radiorekorder. Gut, dann machen wir am Ende noch einen Testlauf. Ja, zum Schluss machen wir jetzt noch einen Testlauf und ich wollte euch ja auch noch hier den Nachfolgeradiorekorder hier von dem Weißen zeigen, nämlich diesen Generalradiorekorder. Also den habe ich damals mit 12 Jahren auf dem Flohmarkt für 3 €, meine ich, hat er gekostet, damals erworben. Und ja, der ist eigentlich auch ganz viel gelaufen. Ich würde sagen, nachher schauen wir nochmal kurz ins Laufwerk rein bei diesem Rekorder, wie das so ausschaut. Ja, hier, da weiß ich, da habe ich damals auch mal eine neue Antenne rangemacht bei dem, weil die war auch abgebrochen, wie so oft. Aber ja, hier haben wir nun den weißen Rekorder und ich habe vorhin leider vergessen, das zu filmen. Als ich das mit dem Autostopp repariert habe, das ist mir jetzt erst eingefallen,
dass da leider jetzt kein Video nicht da ist. Deshalb sage ich das jetzt mal kurz, wie das war. Also bei dem einen Hebel, das habe ich noch kurz gezeigt gehabt, da musste ich den ein bisschen hochbiegen und dann wurde der Hebel auch wieder für den Autostopp da betätigt und funktioniert es auch wieder. Also die Kassette springt jetzt auch wieder auf hier. Es ist auch schön, die Feder war nämlich noch da. Also funktioniert wieder einwandfrei hier, so wie ich das möchte. Gut, dann drücken wir mal die Starttaste und hoffen, dass der Motor gleich anläuft. Und in Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden, so beteuert der Geschäftsführer des Bayerischen Brennstoffhandelsverbandes e.V., gebe es keine besonderen Probleme hierzulande. Ja, Um gleichwohl einzuräumen, funktioniert wieder ganz gut. schwarze Man kann halt Schafe grasten Höhen und allenthalben. Bässe können wir regeln, ein bisschen Nun Lautstärke. gibt da schon die Erfahrungen der bayerischen Eichämter Anlass. Ja, also das ist eine alte Aufnahme hier. Also wir können mal vorspulen hier, das funktioniert eigentlich auch soweit ganz gut. So, ja, tut er alles oder hier rückspulen. Ja. Bayerischen Eichämter Anlass. Natürlich würden die Eichbeamten immer Funktioniert wieder auf Fehler bei wunderbar. Messanlagen stoßen. Der Autostopp müsste auch jetzt gehen, also den haben wir ja repariert. Ich tue mal die Kassette hier umdrehen. Und dann. Da ist schon gar nichts mehr drauf auf dem Band. Schon leer. Schauen wir mal, ich spule mal ein bisschen vor. So, jetzt drücke ich mal Wiedergabe. Jetzt müsste das Band ziemlich am Ende sein. Schauen wir mal. Es dreht sich noch. Jetzt müsste es dann bald abschalten. Zack. Funktioniert einwandfrei wieder. Also das kann sich sehen lassen. Ja, dann mal hier die neue Antenne mal ausziehen ein bisschen hier. Das ist jetzt mit einer Hand wieder ziemlich schlecht. So, also jetzt habe ich die Antenne hier mal ausgezogen. Die lässt sich jetzt auch hier wieder schön schwenken, so wie man das gerne hat. Ja, das ist doch jetzt mal wieder ein ansehnlicher Anblick von dem Radio. Ja, dann würde ich sagen, testen wir jetzt mal ein Radio hier. Da ist hier der eine Ausschalter, schaltet man hier mal an hier. So, dann rauscht es hier schon. Ich glaube, das ist hier Kurzwelle, was da jetzt gerade eingestellt ist. Ja, das ist Kurzwelle. Also das funktioniert auch ganz gut. Okay, das funktioniert auch am Tage. Kurzwellen kann man auch am Tage hören. Aber halt, wie gesagt, die Mittelwelle erst gegen abends, wenn die Radiowellen dann reflektiert werden. Also die Raumwelle empfangen wir ja dann. Gut, aber das, wie gesagt, geht jetzt noch nicht. Ich schalte mal wieder um hier auf UKW. Starke Bewerber für unser Team bringen Strategien zum Leben und Projekte zum Erfolg. Ja, ich würde sagen, spielt eigentlich ganz schön hier der Radio. Ja. Also, ja, der ist wieder repariert. Ich freue mich doch wieder. Man hängt doch irgendwie an den Kästen. Auch, ich sage auch, wenn er auch nichts Besonderes ist, aber irgendwie freut es mich doch, dass der jetzt wieder läuft. Und ich sage, es war ja jetzt nicht viel zu machen eigentlich an dem Teil. Von dem her, ja, das lag mir schon lange auf dem Herzen, dass der mal wieder im Betrieb ist und funktioniert, weil optisch, er schaut eigentlich doch ganz nett aus. Ja, dann testen wir noch hier den Nachfolgerekorder, den General. Den schalten wir hier oben an. Und hier wird die Wellen, also der Wellenbereich wird hier verstellt. Der Sender, den verstellt man hier. Ja, Lautstärke wird hier an der Seite. Dann haben wir noch hier die Klangwaage. Ja. Also, schauen wir mal hier, was der hier macht so. Da was kommt auf der Mittelwelle? Naja, es kommt nichts, das war zu erwarten. Da ist noch hellicht der Tag, da braucht man noch nichts erwarten. Schauen wir mal auf Kurzwelle, da haben wir zumindest beim Weißen vorhin was gekriegt. Ja, hier kriegen wir auch was, ist klar. Ein bisschen Störungen und Zeug ist alles da. Ja, Radio China International kommt auch. Ah, was war denn? Ich glaube, der ORF hat auch mal
auf Kurzwelle, hat der im 49 Meter Band seine Frequenz. Schauen wir mal, ob da was kommt jetzt gerade. Na, ich habe jetzt leider nicht die genaue Uhrzeit im Kopf, wann die immer senden, das weiß ich nicht, aber ab und an kann man in Österreich 1 auch hier auf Kurzwelle empfangen. Vor Moosbrunn aus Niederösterreich senden die ja. Ja, Kassettenlaufwerk funktioniert auch. Hier muss man aber wieder drauf drücken eben. Und hier drücken wir mal die Wiedergabetaste. Erfahren. Es gibt zwei So, das Band ist zu Ende, jetzt müsst ihr gleich abschalten. Zack. Funktioniert auch. Da steht es nicht mal drauf, dass er eine Bandendabschaltung hat. Hier beim Weißen steht es sehr wohl drauf. Schau mal hier. Automatische Bandendabschaltung steht da. Ja, bei dem wurde es nicht aufgedruckt. Naja, ist egal. Der hat es auf jeden Fall. Ich schau mal gerade. Hier können wir vielleicht ein bisschen die Reibräder ja an vom Laufwerk. Aber das machen wir jetzt noch zum Schluss. Da schauen wir nochmal kurz rein, wie das Laufwerk von dem so aufgebaut ist. Aber die Bandendabschaltung, wie funktioniert die jetzt? Schauen wir mal hier rein, ob wir das sehen können. Hier. Ah, ist auch so ein Hebelchen. Ja, scharfstellen mag er jetzt leider nicht hier. Schade. Doch. Jetzt, wenn ich hier das Hebelchen betätige, müsste jetzt hier die Austaste betätigt werden. Ja, genau. Also gleiche Mechanik zur Bandendabschaltungsumsetzung wie beim weißen Rekorder. So, also nun ein Blick hinter die Kulissen. Wir sehen hier das Laufwerk. Ja, ich muss sagen, dieses Laufwerk ist mir lieber als das in dem weißen Radiorekorder. Das ist schon was Besseres und ich sag mal, so nach diesem Konzept wurde das auch in den meisten Radiorekordern japanischer Produktion eigentlich auch verbaut. Also einfach gehalten wieder mit Reibrädern, so wie ich das gerne habe. Also ich mag reibradgetriebene Laufwerke lieber als die mit den Zahnrädern. Eben aus besagtem Ersatzteilbeschaffungsgrund, sage ich einmal, ja. In der jetzigen Zeit wird es schwierig, da was zu bekommen. Ja, allem voran würde ich sagen, ist das eigentlich ziemlich gut verarbeitetes Radio. Hier für ein japanisches Radio hat eigentlich, ja, um einiges mehr zu bieten, sage ich einmal, als der weiße Radiorekorder. Hier haben wir eben auch alle Wellen, ja. Den Riemen hier, den habe ich ja mal ausgetauscht, weil der ausgeleiert war, wie es halt immer so ist. Aber sonst war jetzt am Kassettenlaufwerk eigentlich nicht viel zu machen. Ja, nach dem kurzen Einblick hier in das Laufwerk des Generalradiorekorders möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ja, in diesem Video ist es diesmal nicht so arg um die Elektronik gegangen, sondern mehr um so mechanische Kleinigkeiten, aber ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht und einmal, ja, um mal so ein bisschen einen Einblick hier in die Gerätschaften der Japaner zu bekommen, was die so in den 70er Jahren auf dem deutschen Markt abgeliefert haben. Vielleicht weiß auch einer von euch, welche japanische Firma hinter diesem Generalradiorekorder steckt, würde mich interessieren. Ja, auf jeden Fall haben die Japaner zu günstigen Preisen den deutschen Markt hier mit ihren Geräten ja schon ein Stück weit beherrscht und ja, waren da auch ein bisschen außer Konkurrenz. Da haben wir Deutschen das leider ein bisschen zu spät erkannt, ja, dass die Konkurrenz aus Japan gefährlich werden konnte und auch wurde. Ja. Hat sich ja nachher auch im Videorekordergeschäft gezeigt, dass leider das Video 2000 System aus Europa zum Beispiel sich nicht gegen VHS aus Japan behaupten konnte und Betamax auch, aber ja, Betamax, ja, egal. An der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.